Genau, ich darf Sie einfach mal ein bisschen mitnehmen in Richtung KI-Awareness und wie kann ich denn verantwortungsbewusst mit dem ganzen neuen Zeug umgehen. Dass es ein ganz relevantes Thema ist, zeigt sich schon, wenn man ein bisschen ins Handelsblatt schaut, aber auch die Wirtschaftswoche bringt da immer wieder Neues. Auch wird dann wieder bei der Deutschen Welle erwähnt, die dunkle Seite der KI-Revolution. Also man findet da verschiedenste Fakten. Auch Zeit Online meinte, jemand, wenn ein Mensch mit KI-Skills entsprechend ausgestattet ist, dann ist es relativ leicht, viel zu verdienen. Auch Wirtschaftswoche wird erwähnt, ja, es ist einfach eine Schlüsselrolle momentan unterwegs, aber gleichzeitig findet man auch hier ganz klar, so gefährlich kann es sein, wenn Mitarbeiter ChatGPT unkontrolliert nutzen. Und genau das ist das, was ich jetzt gerne mit Ihnen mache. Und in diesem Problem, weil es ist ja in erster Linie so, es ist viel Neues, viel Unbekanntes. Hat sich alles sehr schnell weiterentwickelt und hat die Folge, dass wir uns manchmal gefühlt wie in einen Dschungel fühlen und eigentlich nicht mehr wissen, vor lauter Dschungelwald, wo ist denn links und rechts und wo komme ich irgendwie zurecht und ja, welche Infos brauche ich denn eigentlich? Deswegen ist es einfach sehr schwer, insgesamt einen Überblick zu behalten über die aktuellen KI-basierten Tools. Aber wenn man dann hat und man bleibt nicht dran, dann ist es irgendwann kaum mehr möglich, überhaupt einen Überblick langfristig zu gewinnen, weil es einfach täglich immer mehr werden. Genau, was verstehe ich unter KI-Definition oder was verstehe ich unter KI-Awareness? Ja, KI-Awareness ist ein Teilbereich und zu dem Bereich gehört eben die KI-Kompetenzen, auch genannt, der Teilbereich sind die digitalen Kompetenzen. Also unter KI-Awareness verstehen wir, dass Personen die eingesetzten KI-Systeme und deren Leistungsprinzip informiert sind, also dass sie das verstehen an sich und dass dem bewusst sind, dass sie das Wissen haben, also und dieses Wissen eben bewusst einsetzen können. Und gleichzeitig sollen sie aber auch sensibilisiert sein, wie eben diese Daten in KI-Systemen verarbeitet werden und gleichzeitig aber auch Bewusstsein dafür haben, dass gleichzeitig auch diese Systeme personenbezogene Daten einsehen können oder eben auch verarbeiten können. KI-Awareness ist grundsätzlich eben eine Basiskompetenz und das Fundament bildet sich eben aus mehreren Teilen. Klar, das allgemeine Fachwissen, je nachdem, in welchem Bereich wir unterwegs sind, braucht man unterschiedliches Fachwissen. Also man braucht immer ein bisschen Grundlagen zu KI. Wir brauchen aber grundsätzlich auch digitale Kompetenzen, weil sonst funktioniert gar nichts. Und darauf aufbauend ist eben KI-Awareness ein fundamentaler Faktor, der eben auf diesen drei Bereichen mehr oder weniger aufsetzt. Dazu, und das ist relativ wichtig, ist es aber auch so, dass KI-Awareness irgendwie auch KI-Reflexionskompetenz beinhaltet, aber nur die Grundlagen davon, denn KI-Reflexion an sich, sehr breit gefächert, ist wieder wie viele anderen Kompetenzen darauf aufbauend und auch da ist es so, dass es halt in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnt, dass verschiedene Sachen vielfach reflektiert werden müssen oder eben bewusst eingesetzt werden sollten. Ja, die Herausforderungen und die Relevanz, also KI-Awareness ist relevant, um die Herausforderungen, die durch die Veränderung entstehen, anzugehen. Als Herausforderung kann einfach einiges genannt werden. Ich spreche aber an der Stelle wirklich nur die wichtigsten Aspekte jetzt an, die eben im Zusammenhang mit KI-Awareness von Bedeutung sind. Also die Folge von mangelnder KI-Awareness ist beispielsweise die Entstehung von Ängsten und Unsicherheiten. Es können Gefahren nicht eingeschätzt werden. Teilweise
entstehen auch Abhaltungen davon, dass man benutzt es einfach eben nicht. Man möchte es nicht benutzen, weil man eben Angst davor hat. Gleichzeitig sind aber auch Gefahren, der Umgang, die Grenzen und die Funktionsweise sind beim mangelnder KI-Awareness nicht klar. Das kommt daraufhin eben zur Fehlnutzung, zur falschen Bedienung und teilweise wird es eben auch eben falsch sich antrainiert. Ist dann eben später wieder mehr problematisch, wenn, sagen wir, wir Lernende dann möchten, dass die Studierenden das eben dann richtig benutzen. Genau. Es kommt aber auch teilweise dazu, dass es zu gesellschaftlichen und politischen Entscheidungen, die werden eben teilweise undurchsichtig und verzerrt, besonders hier im Kontext mit Social Media. Insgesamt ist dann die Gesamtfolge davon eben eine ineffiziente Nutzung von KI. Ja, die Herausforderung insgesamt, man kann eigentlich sagen, der entsprechenden KI-Awareness kann KI verantwortungsbewusst in unsere Lebenswelt integriert werden. Dadurch ist es möglich, dass KI-basierte Systeme sicher und ethisch korrekt entwickelt werden und besonders auch eingesetzt werden. Es führt zudem zu einer effizienten Unterstützung im Arbeitsalltag. Dass dies aktuell in vielen Bereichen noch nicht rund läuft, zeigt beispielsweise, wenn man bei Prompts, also bei einfachen Prompts zu KI einfach, erhält man grundsätzliche weibliche Figuren. Man sieht im Laufe der Zeit, wenn man jetzt immer wieder neu, wird schon ein bisschen, mit viel gut zuzwinkern, wird es ein bisschen diverser, aber in der Regel sind es immer noch weibliche Figuren. Ich hatte auch neulich Besuch 11. Klasse Wirtschaftsinformatik im Gymnasium. In der Klasse hatten wir viel darüber diskutiert, wie weiblich das eine KI. Der Lehrer ist felsenfest davon überzeugt, weil KI ist weiblich. Die Schüler haben dann schon eingesehen, es ist weder weiblich noch männlich, es ist eigentlich nichts. Also allein da sieht man halt, es gibt da große Diskussionen, es wird aber geprägt, mehr oder weniger, wenn ich in ein KI-Tool diesen Prompt reinschmeiße, erhalte ich eine weibliche KI in der Regel. Also so ist es momentan noch. Oder auch, wenn man jetzt beispielsweise einen Prompt zur digitalen Arbeitswelt, hier unten sind hauptsächlich männliche Personen zu sehen. Auch das ist halt noch nicht wirklich so divers und zeichnet sich auch noch nicht so ab, liegt aber einfach in den mehr oder weniger nicht diversen Trainingsdaten. Ja, KI-Awareness an sich gibt es ganz interessante Ansätze. Beispielsweise ist es, wie wir vorhin auch schon gesehen haben, für richtig gute Forschungsfragen bedarf es einfach menschliche Intelligenz. Das ist einfach so. Und KI-basierte Tools sind nicht in der Lage, eben zu beurteilen, ob jetzt Themen, die man ja als Idee hat, ob die praktisch oder in theoretischer Hinsicht einerseits interessant sind, aber auch wichtig und durchführbar. Gleichzeitig, wie auch schon erwähnt, ist es eben so, dass es die KI-Tools auch abhängig sind von der Ausbildung, wie oft ist es trainiert und wie gut ist das Trainingsmaterial, wie groß ist der Trainingsdatensatz. Also man kann das auch gar nicht so klar sagen. Auch in den Hinblick, ein sehr aktuelles Beispiel aus dem privaten Bereich, mehr oder weniger, kann man fast sagen. Und zwar, klar ist auch IT oder KI im Allgemeinen Unterstützung im Arbeitsumfeld. Beispielsweise gibt es eine klare Routenplanung von Paketdiensten, wie fahren die am effizienten, ist ja auch durchaus sinnvoll und hilfreich. Es ist aber nur sinnvoll und hilfreich, wenn das Ganze auch fehlerfrei ist. Nur dann ist es halt effizient und praktisch. Und was mache ich, wenn ein Fehler im System ist. Wir hatten dieses Beispiel neulich bei einem Paketdienstleiter, den ich jetzt nicht erwähne. Da war es so, wir hatten eine Retour geschickt. Bei den Scans ist irgendwo an irgendeiner Stelle ein Fehler passiert. Diese Retour kam dann an uns zurück. Ich habe dann mit dem Paketdienst
Hat den abgefangen einen Tag später und gefragt, was das denn soll. Er kann doch lesen, dass eigentlich wir der Absender sind und dieses Paket woanders hin soll. Dann hat er gemeint, ja, er hat das schon gelesen, aber er darf es nicht anders machen, als ihm das System das sagt. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich mir denke, okay, wenn der Mensch dem System vertrauen muss, obwohl er weiß, dass es falsch ist, dann läuft was falsch. Also weil die letzte Entscheidung sollte immer der Mensch haben. Deswegen ist es umso wichtiger, eben die einerseits eben das Bewusstsein zu haben und andererseits eben die Ergebnisse, die mir das System sagt, kritisch zu hinterfragen. Auch aus der Schule dachte ich mir mitgebracht, ich bin beispielsweise auch in der 7. Klasse immer zur Sicherheit im Internet und auch Gymnasium. Und da hatte ich mal das Beispiel aufgebracht mit Snapchat und war sehr erstaunt über die Dinge, weil es hatten eigentlich alle Schülerinnen und Schüler das genutzt. Und es war sehr interessant, weil die Augen halt immer größer wurden. Was ist MyAI? Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Es ist eigentlich, es suggeriert den Jugendlichen, dass sie mit Freunden chatten. Und je nachdem, welche Einstellung da eben hinterlegt ist, ist es eben so, damit alle Daten entsprechend gespeichert werden, und zwar langfristig, man hat gar keine Chance, das irgendwie zu löschen. Oder es wird halt dann nur kurzfristig gelöscht. Kommt drauf an, wie gesagt, ob das dann Privatmodus oder nicht Privatmodus ist. Wir haben festgestellt, dass viele von den Schülerinnen und Schülern das eben nicht auf Privatmodus hatten. Die hatten teilweise auch den Standort freigegeben, also je nachdem, ob der Standort freigegeben ist, kommt dann auch unterschiedliche Ansprache. Und denen waren beispielsweise auch nicht bewusst, dass sie gewisse Sachen auch nicht dort in den Chat schreiben sollten. Deswegen ist mein Hinweis immer in den Klassen eben, dass man niemals eben vertrauliche und sensible Informationen ausgeben darf. Ich war teilweise auch erstaunt darüber, wie viele schon solche Daten dort eingegeben haben und wie unklar es eben ist, dass sie das nicht machen sollten. Erschrocken waren dann beispielsweise auch, dass es genutzt wird für Werbeanzeigen. Ich habe mich vorher immer gewundert, warum sie dann plötzlich irgendwelche Werbeanzeigen bekommen. Das war dann auch eben klar. Also auch da, geht eigentlich in der Jugend schon los, dass es ein sensibles Thema ist und da viel zu wenig noch KI-aware in der Gesellschaft ist. Genau, ich habe dann noch ein paar Bilder mitgebracht. Und zwar ist auch da, klar, es wird immer besser. Es sind auch so Standardbilder, die ich beispielsweise jetzt auch in der 11. Klasse dabei hatte, wo die dann auch raten mussten, ist das jetzt KI-generiert oder nicht. Wir hatten danach eben besprochen, also tatsächlich waren bei diesem Bild knapp 75% dafür, das ist nicht KI generiert, dass ich dann meinte, schau doch mal auf den Trägern. Waren sie wieder anderer Meinung? Also das ist klar, KI generiert. Aktuell ist es so, dass man meistens in den Bildern irgendwo noch irgendeinen Fehler findet, wo man dann kennt, es ist nicht KI generiert. Aber natürlich, oder ist KI generiert oder ist nicht KI generiert, aber auch da ist es so, dass die Bilder einfach immer besser werden, weil sie immer wieder neu trainiert werden. Und es kommt auch immer darauf an, was es für Bilder sind. Anderes Beispiel, das fand ich ganz interessant, das habe ich auch meinen Kindern mal gezeigt. War ich dann ganz stolz, weil ich es festgestellt, weil die haben dann gleich mal geguckt und haben dann gemeint, Mama, ganz klar, an den Fingern ist es zu sehen und das ist so ein klassisches Ding, das hatten wir sogar schon mal in der Schule angesprochen. Also das hatten die mal angesprochen, zumindest bei meinem Sohn in Informatikunterricht, schaut doch immer auf die Finger, weil die Finger kann die KI noch nicht so. Also ja, die hat jetzt nur 4 Finger, da hinten ist so ein anderer Finger dabei. Aber auch da ist es so, wird sicherlich in Zukunft immer besser laufen. Und dann hatte ich auch noch ein anderes Bild und das war interessant, weil das tatsächlich von einem Fotograf, der hat einfach, ja, der hat klar noch überarbeitet, aber es stammt nicht allein von einem KI,
Und da hatten tatsächlich auch mehr als die Hälfte gedacht, dass es KI-basiert ist. Und das ist eben nicht KI-basiert. Das ist einfach sehr schwer, die Bilder insgesamt auseinanderzuhalten und zu sehen. Und ich wollte ursprünglich noch ein Textbeispiel bringen, dann dachte ich mir, das wird jetzt vielleicht doch zu lang, und war jetzt gerade vorhin froh, als Frau Ebert das eben hatte. Genau. Also, zusammenfassend kann man einfach grundsätzlich sagen, es ist immer wichtig, die Echtheit von Texten zu prüfen und zu hinterfragen. Kann das, was da drin steht, richtig sein? Dafür brauche ich eben entsprechendes Wissen. Dann ist es eben wichtig, egal welches System ich nutze, ich sollte niemals irgendwelche sensiblen Daten hineinschmeißen. Es gab ja schon unterschiedlichste Fälle, wo dann irgendeine Frau ein Foto nur verbessern wollte. Am Schluss hat sie das freigegeben für die ganze Community und hat sich dann gewundert, dass das irgendwo mal auf irgendeine Werbung aufgetaucht ist. Also auch das hat sehr gefährlich. Was immer wieder wichtig wäre, was man aus Bequemlichkeit vielleicht nicht so macht, ist eben den Datenschutz von den verschiedenen Tools zu lesen. Es ist manchmal sehr schwierig und sehr langwierig, bis man auch den Datenschutz dann findet. Den wollen nicht alle, dass man den findet, habe ich festgestellt. Und ja, kostenlos nutzen. Es gibt viele Tools, die man auch kostenlos nutzen darf, aber es sollte sich eben jeder benutzen. Ganz klar sein, kostenlos nutzen bedeutet in der Regel immer Datenspende. Das heißt, wenn ich das nutze, sollte ich halt an der Hinsicht nichts irgendwie eingeben, das ich privat halten sollte. Wenn man hingegen in der Regel bezahlt für irgendein Tool, dann ist es in der Regel immer möglich, irgendwie einen Privatmodus einzustellen. Aber wenn kostenlos ist, dann ist es in der Regel unmöglich. Genau, und wenn ich eben die Systeme nutze und ich will es eben für irgendwelche Daten nutzen, die eben nicht an die breite Community gehen sollten, sollte man immer vorher abchecken, ist denn hier ein Privatmodus aktiviert. Ähnliches Beispiel, es gibt ja viele Möglichkeiten mittlerweile schon, Audiodateien wie Interviews und so weiter entsprechend durch KI transkribieren zu lassen. Da gibt's Tools, da ist es ganz klar, und es gibt aber auch welche, da weiß man nicht, wo man die hinlädt und inwieweit man dann irgendwie was speichern kann und wo die dann wieder landen. Also auch da sollte man, bevor man sowas nutzt, immer gut überlegen, was passiert denn eigentlich mit der Audiodatei, wo gelangt die hin? Nicht, dass die am Ende irgendwo ist und man später vielleicht dann Probleme bekommt. Und ja, wie ich schon vorhin beispielsweise bei dem Paket erwähnt hat, es ist einfach extrem wichtig, dass die letzte Entscheidung immer der Mensch trifft, weil der Mensch, wie wir auch schon gehört haben, einfach die richtige Intelligenz hat und dementsprechend das auch entscheiden sollte. Und was auch ein relativ wichtiges Thema ist in diesem Gesamtzusammenhang, ist einfach im Klar zu sein, Wissen darüber zu haben, wo steckt denn KI drin, wo könnte sie drin stecken, weil KI steckt in unserem Arbeitsumfeld in so vielen, vielerlei Hinsicht drin, ist aber unsichtbar und ist uns vielleicht in den einen oder anderen Moment gar nicht so bewusst. Und deswegen herzlichen Dank an dieser Stelle.